Hallo und willkommen zurück zu Sims 4. Und zwar diesmal wieder im Cast, und zwar von Edit Mode. Denn ich möchte ein bisschen an ihr rumschrauben, an unserer kleinen Lilly. Denn ich habe einige neue Sachen mit dazu ins Spiel gebracht. So Cast. Ja, Cast auch noch, aber CC. Und den wollte ich mal ausprobieren und mal gucken, ob ich nicht was Süßeres, Passenderes für sie finde. Und ja, mal durchprobieren, was ich so gekriegt habe. Das wollte ich euch nicht vorhin. Oh, ist das süß! Oh! Oh, süß! Ja. Oh, es sind kleine Eulen. Ich liebe Eulen. Oh, Eulen sind so süß. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, wenn ich gleich ein Niedlichkeitsflash kriege, es tut mir so leid. Okay, den habe ich, glaube ich, gerade schon. Oh! Das ist süß. Oh. I'm the best number one brother in the world. Okay, das ist, du bist natürlich kein Bruder. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, ist das süß. Oh. 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 Das ist ein kleines Kätzchen. Oh. Oh Gott, ist das süß. Oh, hier gibt es auch die Eulchen. Oh, okay, ich muss ein bisschen... Ach, ist das alles okay? Alles okay mit mir? Ist alles gut? Alles ist gut. Es ist nichts passiert. Es ist alles normal. Oh, so süß. Oh mein Gott, so süß. Oh mein Gott, so süß. Oh, ich finde das hier am süßesten. Das ist so knuffig. Ha! Okay. Wir gucken nochmal. Oh! Ich glaube, ich muss mich gleich muten. Weil ich kreische euch ja die Ohren voll hier. Ist das süß. Oh, das hier passt so gut zu ihr. Mit dem Geld. Oh, ist das süß. Oh, das ist auch so süß. Aber ich glaube, das ist eher so fürs Rausgehen dann gedacht. Genau wie das hier. Oh mein Gott, ist das süß. Oh, ist das süß. Oh Gott, ist das süß. Oh Gott, wie ist das süß. Halleluja. Ja, das ist so Sportoutfit. Würde ich sagen, das ist auch mehr so für den Sommer und so. Oh, das passt so gut zu ihr. Oh, sieht so süß aus. Das ist auch fürs Ausgehen, würde ich sagen, eher gedacht. Oh, das passt auch so gut zu ihr. Das sieht so süß aus an ihr. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich jetzt nehmen soll, ey. Also ich finde das hier für den Alltag halt unglaublich passend irgendwie. Aber ich will hier lieber eine Hose anziehen. Deswegen möchte ich hier so ein Shirt anziehen. Das ist übrigens neu gekommen ins Spiel, kostenlos, so ein Shirt. Finde ich auch süß, aber oh, ist das hier. Oh, das ist immer noch das Süße. Es ist immer so süß. Es ist so süß. So, das will ich einmal nackig hier sehen. Und dieser Häuschen. Oh, ist das süß. Oh Gott, da ist ein kleines Sticker drauf. Das hatte ich früher auch immer, als ich kleiner war. Hattet ihr auch immer so Sticker drauf auf euren Röcken oder Hosen? Ich hatte die immer, aber ich glaube, es war zum Überdecken der Löcher, die in meinen Hosen immer drin waren, weil ich immer hingefallen bin. Ich bin ständig hingefallen. Ich glaube, ich bin nur hingefallen in meinem Leben. Deswegen habe ich auch, glaube ich, einen kleinen Defizit in den Knien. Aber was soll's. Dafür bin ich, meine ganze kleine Kindheit, bin ich dafür draußen rumgerannt und rumgetollt wie so ein kleiner Depp. Oh, hier hinten ist er. Oh, so süß. Oh mein Gott, ist das süß. Du bist so knuffig. Also ich find diesen Rock unglaublich, unbeschreiblich süß an ihr. Deswegen lasse ich ihn ihr an. Vielleicht kriegen wir noch eine richtig süße Strumpfhose. Ach, oh mein Gott. Oh, bist du süß. Oh Gott, ist das süß. Oh Gott, ist das süß. Oh Gott, ist das süß. Oh mein Gott, ist das süß. Ha. Okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Es ist alles gut.
Du bist so unglaublich knuddelig. Ich lasse dir den rosa an. Oh, ist das süß. Du kriegst eine Strumpfhose von mir verpasst. Irgendwie so eine braune oder so. Also so eine weiße ist natürlich auch süß. Aber die hier finde ich auch knuffig irgendwie. Die sind alles so süß. Vielleicht eher so eine weiße vielleicht auch. Weiß würde ich nehmen, glaube ich. Oder halt so braun. Ist auch süß. Aber ich glaube, an ihr steht eher weiß. Oh, mit den rosa Pünktchen. Oh, bitte. Das sieht so, oh, sieht so unbeschreiblich süß aus. Was ist das noch für ein Schnulli? Wenn ich den jetzt wegmache, was hast du jetzt an? Ah, das ist ein anderer Schnulli. Okay. Oh, du bist so süß. Oh, du bist so süß. Aber ich glaube, den ziehe ich dir zum Schlafen gehen an. Ich glaube, da will ich dann lieber, oh, es gibt auch eine Custom Content. Strumpfhose. Ach, das ist so eine kurze, ne? Das ist natürlich auch süß. Könnte man auch überlegen. Oh. Oh. Gab's hier nicht so eine geringelte? Hier gab's doch so eine geringelte, oder? Ach, die ist ja süß. Oh, das ist süß. Gott. Sie ist so. Oh, ich glaube, ich lasse ihr gar keine. Ich glaube, das passt irgendwie besser zu ihr. Oh Gott, ich kann. Man kann sich da so schwierig entscheiden. Oh Gott, das ist so schwierig. Wieso gibt ihr mir so viel Auswahl? Das gibt's doch nicht. Gib mir doch nicht so viel Auswahl, bitte. Das ist ja echt schlimm. Oh Gott, why? Okay, ich gebe dir zum Schlafen gehen, gebe ich dir den. So, ich glaube, wir haben es, oder? Nee, komm, wir ziehen dir normal diese Boots an. Diese kleinen, süßen. Das passt gut zu dir. Obwohl, es gibt die auch, glaube ich, in... Es gibt die, ich kann heute nicht reden. Das ist schon vorbei mit mir heute. Das ist schon durch, das Thema. In so bunt sind die auch süß. Oh, süße kleine Maus. Oh, du bist so unglaublich süß. Okay, wir gucken jetzt nochmal, was ich hier auf dem Gesicht ändern kann. Gibt auch neue Hautfarben. Na, halt mal still. es gibt auch neue Hautfarben. Die hier hatte sie. Okay, das merke ich mir mal. Ich will mal gucken, was ich so finde hier zwischen. Ich möchte halt nicht so eine rosa, ne? So rosa sieht irgendwie so... Ich weiß nicht. Ich möchte es nicht so rosa haben. Die hier finde ich jetzt gar nicht mal schlecht. Die passt auch ganz gut so zu ihrem Hautton. Zu ihrem ganzen gesamten Farbton der Haare und so. Die Zähne würde ich eigentlich einfach so lassen, glaube ich. Sie kann ja auch ruhig schon ein bisschen älteres Kleinkind sein. Aber die Haare, ja... Ich weiß nicht, ob ich die Haare ändern soll. Ich finde die unglaublich süß bei ihr. Und die anderen sehen alle auch so erwachsen aus, finde ich. Huch. Die sehen so, ich weiß nicht, so erwachsen aus. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber das ist halt auch noch voll süß. Ich weiß nicht, ich glaube, die hier wäre sogar ein Kompromiss. Aber, dann mache ich die Haut wieder in dem Ton, glaube ich, ja. Also, durch das ganze Süßsagen ist jetzt meine Stimme total fertig mit der Welt. Das hast du davon, Sims, ey. So. Oh Gott, die ist so knuddelig geworden, oder? Also, oh, ich finde sie so süß. Sie ist, ich will, glaube ich, hier anhänglich ändern, weil mir das ein bisschen auf die Nerven geht. Ich glaube, ich mache sie... Ich muss sie auch noch mit in das Intro schneiden, fällt mir so auf, weil... Das wäre voll cool, weil sie ist ja jetzt Bestandteil hier. Ich glaube, wild mache ich sie lieber nicht. Ich glaube, neugierig ist vielleicht ganz süß. Ja, komm, neugierig. Das passt doch auch ganz gut zu ihr. Aber dann mache ich wirklich
das hier aus ihr. Die Frisur ist unglaublich süß. Es ist unglaublich knuddelig, diese oh, das ist so süß. Okay, Abendoutfit, da haben wir ja schon überlegt. Und zwar nehme ich da diese, wo ist es denn jetzt? Dieses hier. Oh, es ist so süß. Es ist nicht süß. Ist sie nicht? Oh, ist sie nicht bezaubert? Ich finde sie so süß. Okay, die Schuhe können bleiben. Ich glaube, ich lasse es einfach so. Und Schlafanzug. Ja, da würde ich gerne das andere T-Shirt jetzt anziehen. Also dieses. Die sind natürlich auch alle knuffig, ne? Aber ich möchte gerne das hier. Ich finde das so. Es sieht so cool, so lässig aus schon. Obwohl sie so klein ist. Tigreten. Ich weiß nicht. Das hier vielleicht, das ist ganz süß. Aber dann möchte ich gerne eine andere Hose anziehen für sie. Vielleicht dann eher. Also was passt halt nicht fürs Schlafen gehen. Eine Strumpfhose vielleicht einfach. Kann ich hier die Strumpfhose? Komm, wir ziehen die Strumpfhose an. Huch, hab ich irgendwas weggemacht? Ach, die Socken. Okay. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, dann gebe ich dir, erstens gebe ich dir diesen unglaublich süßen Schnulli. Den kriegst du jetzt von mir verpasst. Sieht ja so süß. Oh, die sieht ja so süß aus. Und du bekommst. Oh, die ist ja auch cool hier. Eine Strumpfhose wollte ich dir anziehen, gerne. Zum Schlafen gehen. So eine ist doch eigentlich auch ganz süß hier. Ich glaube, dann ziehe ich dir. Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden? No one knows. Die hier finde ich ganz süß. Das passt doch ganz gut zu dir. Ach, du bist so knuffelig. Oh, sie ist so süß. Ist sie nicht so bezaubernd? Ich finde sie so bezaubernd. So, dann ziehe ich dir zum Ausgehen, zum Party machen. Da musst du was Lässiges anziehen. Und da ziehe ich dir. Ich weiß nicht, das hier glaube ich an. In diesen Brauntönen. Das passt ganz gut zu dir. Und dann natürlich, schöne Schüchen. Und zwar. So Boots sind natürlich auch immer cool. Sowas. Oder halt diese hier, diese Lackschüchen wieder. Sind halt auch voll süß. Vielleicht sogar ein Braun? Ja komm, die in Braun sind doch süß. Nö, dann ist das jetzt unsere kleine süße Lilly. Ich finde, das passt unglaublich gut jetzt zu ihr alles. Abend. Vielleicht beim Schlafen gehen, obwohl die Frisur ist so herzallerliebst, diese Frisur. Aber ich kann dann mal gucken, ob ich nicht fürs Schlafen gehen vielleicht offene Haare mache. Aber gut, das wäre dann halt nur die hier, ne? Ich weiß nicht, ich finde, diese Frisur passt so gut zu ihr. Ich glaube, ich lasse die. Das sieht so unglaublich süß aus. Ich würde die bei ihr lassen. Die sieht so süß aus. Nur vielleicht fürs Ausgehen könnte man die dann offen machen. Also, dass man so halt zum Ausgehen, dass man die dann nochmal zurecht macht, sozusagen. Das finde ich eine ganz süße Idee. Ja, das ist halt einfach zu lang, ne? Es ist halt schön, aber einfach zu lang. Ich glaube, die Schuhe würde ich sogar auch nochmal ändern. Und zwar in dieses Rosa wieder. Das passt irgendwie besser zu ihr. Ich glaube, dann ist das jetzt unsere Lilly. Würde ich sagen. Ich glaube, Accessoires hier in dem Sinne hatte ich jetzt, glaube ich, außer dem Schnulli nochmal. Und die Brille. Ach so. Okay. Ich kann mich gar nicht erinnern. Daran kann ich mich nicht erinnern, Sims. Dass ich das in das Spiel gebracht habe. Na. Oh, das ist süß. Oh. Nee, ich glaube, dann war es das wirklich. Wir sind fertig mit dem Cars. Und dann würde ich sagen, wir gehen wieder ins Spiel. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück im Live-Modus. Und Lilly macht gerade alles kaputt des Todes. Wie wäre es, wenn du einen Tobsuchtsanfall bekommst? Mal gucken, wie das aussieht. Sie ist gerade total wütend halt wegen irgendwas. Keine Ahnung, was sie gerade hat. Was ist denn los mit dir? Wegen niedriger Energie. Was? Nein! Oh mein Gott! Nein! Bleib hier!
Was? Nein! Oh Gott! Charlie! Aber Charlie! Das ist... Okay. Okay, gut. Ich bin überfordert mit allem. Was willst du nur machen mit ihr? Hochheben. Kannst du mal mit ihr ein bisschen interagieren? Hallo? Nein, bring sie nicht ins Bett. Oder musst du ins Bett? Oh, du musst ins Bett. Okay. Warte, dann gehen wir aber vorher nochmal aufs Töpfchen. Warte. Wir gehen erstmal noch aufs. Hatten wir ein Töpfchen gekauft? Ich glaube, wir hatten ein Töpfchen gekauft, aber wohin haben wir es gestellt? Haben wir ein Töpfchen? Wir haben doch bestimmt ein Töpfchen, oder? Oh mein Gott, wir haben kein Töpfchen für sie. Was ist los mit mir? Warum habe ich kein Töpfchen gekauft? Warte, das können wir ja so nicht lassen. Ich glaube übrigens, die Folge jetzt auch ein bisschen länger, weil ich ja so lange im Cast rumgealbert habe. Weil sie einfach unglaublich süß war und ich da nicht rauskam. Es tut mir so leid. Wo ist denn... Genau, Objekte. Objekte nach Funktion. Ach Gott, jetzt muss es erstmal die ganzen Objekte laden. Ach ja, das Vampire-Zeug, das ist auch jetzt wieder mit im... Das ist auch bei mir jetzt auch endlich mit im Spiel, weil ich konnte es mir bisher nicht kaufen, weil mein Origin irgendwie rumgebackt hat. Und ich das mir nicht kaufen konnte, deswegen. Aber jetzt habe ich auch endlich die coolen Sachen. Yay, von Vampires. Aber es ist vielleicht ein bisschen sehr gruselig für die Lilly, weil die Lilly ist ja wirklich eher, eher jemand, der süß und niedlich daherkommt und nicht so, so war. deswegen lassen wir das mal. Ich würde aber sagen, ich muss mal zu Kinder, genau. Und jetzt müsste hier was sein. Also. Gibt's ja nicht hier. Die Musik ist, glaube ich, auch von dem Erweiterungspack. Wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Das bringt mir mehr. Mache ich das so. So, jetzt kaufe ich noch ein Töpfchen. Genau. Ein Töpfchen. Ich soll kaufen jetzt noch ein Töpfchen. Es ist ein wunderschönes Töpfchen. Ich bin überwältigt von dieser Schönheit. Wo stelle ich das denn mal hin? Hier ist doch gut. So. Wir brauchen noch einen Hochstuhl. Hier ist doch ein cooler. Hier, der ist doch gut. Den stellen wir hier an den Tisch, weil sonst kann sie ja gar nicht mitessen. Das wäre ja voll schade. Obwohl, wir können eigentlich einen Stuhl entfernen, oder? Wir sind ja nur zu... Warte, sind wir zu viert oder zu... Wir sind zu... Verdammt, wir sind zu viert. Egal, ich stelle trotzdem den Stuhl für sie hin. So. Gibt es denn hier eine coole andere Farbe noch? Also ich finde das schon süß, aber... Ich glaube, es ist sogar das... Obwohl, das mit den Äulchen, glaube ich, lasse ich hier. So, oder... Oder... Wir könnten es halt so voll Vintage machen. Und das hier nehmen. Aber ich finde das eigentlich auch ganz hübsch hier. Oh Gott, so viel Auswahl. Ich bin das gar nicht gewohnt hier von Sims. So, dann stelle ich mal das hier auch in dein Zimmer rein. Das ist wenigstens ein bisschen was zum Spielen. Wir sind halt gerade echt knapp bei Kasse. Wir müssen erstmal wieder arbeiten gehen und Geld verdienen, und um Zeug zu kaufen. Vielleicht noch irgendein süßes... Hier, komm, die Katze, die stelle ich hier noch hier hin. Katze gibt's noch. Und vielleicht ein günstigeres Bett. Das andere ist, glaube ich, günstiger, oder? Das hier kostet 200, das kostet 240. Wow, dieser Unterschied. Passt aber auch besser zu ihr. Und diese Lampe ist unglaublich hässlich. Ich verkaufe die jetzt. So. Dann haben wir wenigstens... So, jetzt... Was hier nochmal? Das gibt es auch in einem Zartrosa. Dann nehmen wir doch lieber das. Und machen das hier dran.
So. Die Vorhänge glitschen, dann kommen die mal weg. Ja. Ist halt ein sehr großes Zimmer, ne? Ist halt, vielleicht... Oh Gott, Sims. Manchmal, wenn man in diesen hohen Etagen spackt das manchmal rum, wenn du die so drehen willst. Es wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn ich hier ein bisschen was... Oh, Sims. Oh Gott, es ist grauenvoll. So, wenn ich jetzt hier ein bisschen was abknapse... Ich weiß nicht, ob ich das dann... So. Ist vielleicht gar nicht mal so übel. Finde ich jetzt gar nicht mal Sims. Oh Gott. Dieses komische, das Drehen funktioniert wieder einwandfrei. Ich bin überwältigt. So, weil das ist sonst wirklich sehr riesig, das Zimmer halt. Deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, wenn ich das so ein bisschen anders anordne hier. So. So ein Töpfchen hier. Weiß nicht, wo ich das am besten halt einfach hier so, würde ich sagen. Ne? Es ist... Also ich finde es halt schöner jetzt. Und man kann jetzt auch zum Beispiel... Ich kann das hier wegmachen, das hier hin. Und dafür dann hier eine Zweiertür. Ich glaube, ich nehme dann aber auch die gleiche. Hier einfach. Auch in dem Schwarz, bitte. Wieso geht das nicht? Why? Weil niemand weiß es. Weil, wegen dem Teppich wahrscheinlich, ne? Das haben wir aber gleich. www.moveobjects.on. Schon ist das Problem behoben. So. Schon viel besser. Okay. Ja, ist halt... Na komm. Noch sehr dunkel jetzt hier in der Ecke. Das kann man aber auch beheben. Ist ja jetzt nicht das Problem. Ja. Würde ich sagen. Dann, ja, ich weiß nicht. Dann würde ich sagen, das ist eigentlich so... Ist eigentlich ganz gut jetzt hier so ihr Zimmer, ne? Also, es ist der Teppich auch in der Mitte. Jetzt könnte man... Ja, den Teppich natürlich auch noch an etwas neutraleren Variante nehmen, wenn es nicht so in die Augen sticht hier. Das ist vielleicht nicht schlecht so. Und das Ding sieht komisch aus da. So, dann würde ich sagen, wir lassen das erstmal. Und wir haben jetzt auch wieder ein kleines bisschen mehr Geld als im. Und wir starten jetzt weiter ins Gameplay. Verabschieden sich jetzt. Oh, okay. Okay, gut. Lilly aufs Töpfchen, das Töpfchen gehen beibringen. Das machen wir jetzt noch. Und dann würde ich mich auch... Du kannst so lange mal aufräumen. Ja, Lilly, ist ja gut. Wir bringen dich jetzt aufs... Okay. Gut, never mind. Wir bringen dich jetzt aufs Töpfchen. So. So. Du gehst jetzt aufs Töpfchen und danach gehst du ins Bett, okay? Nicht wieder böse sein. Ist doch alles gut jetzt. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Hier mal so ein bisschen. So. Ja. Das ist ganz normal. Guck mal, diese schöne motivierende Musik. Die ist doch voll gut, oder? Wir müssen die eigentlich auch noch ein Radio kaufen, damit sie hier in ihrem Zimmer auch ein bisschen Musik hat. Auch so zum Einschlafen, vielleicht so Kindermusik. Das wäre voll süß. Bay Cage of Frosch. Quunk. Na? Sorry. Das dauert aber lange bei dir.
aber nein. Sehr wütend. David! Oh Mann. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Ey, weh, es ist irgendwas passiert, dann raste ich aus, ne? Konzentriert bist du jetzt auch noch dadurch. Du bist ja eine Tröte hier. Ich glaub's nicht. Geh mal aufräumen. Es ist richtig so. Okay, geh aufräumen. Ist gut. So. Du bist noch auf dem Töpfchen. Ja, sie schafft's jetzt aber. Und danach gehst du ins Bett, ne? Nur, dass du weißt, danach gehst du ins Bettchen. So, Kleinkind in Schlaf lesen. Ich spiele 24 Stunden die Sims 4. Wow, die Sims 4. Wow, das habe ich schon über... Das habe ich schon ein bisschen überschritten, glaube ich. Ein kleines bisschen. Mit meinen mittlerweile 3000 Spielstunden. Nein, das ist nicht viel. Nein. Es gibt Leute, die haben mehr. Ah, schön. So. Oh, das ist süß mit den süßen Schlafklamotten. Oh, das ist knuddelig. Und mit ihrem Schnulli zum Schlafen gehen. Oh, ist das süß. Okay, jetzt lese sie in den Schlaf. Lese sie in den Schlaf. Sagen wir mal ganz kurz. Automatische Lichter, alle. So. Askena Birosh Ambuya. Schlieb Afwash Ebezirik. Ah, ist das nicht süß. Ah, sie ist schon eingeschlafen. Oh, weil sie so müde war. Ja, du machst jetzt auch einen Abgang. Okay, alles gut. Gut, mit diesem wunderschönen Bild und der wunderbar kleinen, süßen, schlafenden Lilly, würde ich sagen. Wir verabschieden uns aus diesem Tag und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht, mit Lilly erziehen und ein gutes Beispiel sein. Bis dann. Tschüss.